herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gabriel Knight Teil 2. Wir sind im Wagner Museum in der Eingangshalle noch und versuchen hier uns ein bisschen einzuschmeicheln, weil wir wollen gerne in dieses Tagebuch schauen. Cosima war Wagners Frau, glaube ich. Wahrscheinlich berichtet sie in ihrem Tagebuch nur von ihm. Cosima... Aber wir kommen nicht ran. Ich habe im Augenblick nichts mehr für Georg. Wagners Souvenirs. Ansonsten können wir hier, glaube ich, erstmal nichts mehr machen. Was war das nochmal? Ich habe nämlich eine Pause. Vielleicht haben wir jetzt auch schon genügend Informationen, um Gabriel wieder zu schreiben. Das war jetzt hier. Gehen wir erstmal wieder nach Rittersberg. Achso. Ich könnte natürlich auch nochmal den Tipp anmachen. Er sagt schon mal, ich soll nicht mehr dahin. Ich hoffe, ich habe da nichts ausgelassen. Hallo, wie geht es Ihnen? Gut. Gibt's was Neues? Ja, Sie hatten einen Anruf. Von wem? Ein gewisser Professor Barclay. Er sagte, Sie hätten seine Nummer. Hab ich. Danke. Das ist sehr gut. Die verstehen sich ja jetzt blendend. Dann gehen wir doch direkt mal ins Arbeitszimmer. Und rufen ihn an. Der da war's. Hallo? Hallo, Professor Barclay? Hier ist Grace. Oh gut, ich hab jemand für Sie. Ein Herr Josef Dallmayr. Und er ist auf bayerische Geschichte spezialisiert und ich glaube, dass er in der Nähe von Ihnen ist. Herr Josef Dallmayr. Gut. Die Nummer? Ja, habe ich. Es ist 4982-555-2234. Vielen Dank auch. Entschuldigen Sie die Störung. Oh, keine Ursache. Ach, wann sehe ich Sie in der Vorlesung, Gracie? Ich sag's Ihnen, sobald ich es weiß. Tja, nun gut. Tja, da die in Deutschland ist, wird das wohl nicht so schnell passieren. Ich werde Gabriel schreiben. Okay, aber jetzt noch nicht. Verstehe. Oder hat er ihr... Hat sie gerade geschrieben? Nein, hat sie nicht. Brief von Gabriel... Nee, nee, ich dachte, ich hätte es schon weggeklickt. Professor Barclays Kontakt wegen... Ja, wir müssen natürlich auch ans Telefon nochmal... Sehr wahrscheinlich muss ich mich mit ihm sowieso treffen. Und er sagt mir jetzt seine genaue Adresse. Hallo? Hallo? Sind Sie Herr Josef Dallmayr? Ja, Sie müssen Grace Nakimura sein, die amerikanische Geschichtsstudentin. Ja. Ich hörte, Sie interessieren sich für Ludwig II. Sehr. Gut. Da gibt es etwas, das ich Ihnen zeigen möchte. Fahren Sie nach Berg am Starnberger See. Wir sehen uns an der Kapelle. Ja, gut. Danke. Oh, warten Sie. Wollten Sie nicht, dass ich etwas nachschlage, bevor wir uns treffen? Nun, ich hatte gehofft, Sie wüssten etwas über jemanden namens der Schwarze Wolf. Er war ein Zeitgenosse Ludwigs. Er lebte in Preußen, glaube ich, und hatte gute Beziehungen. Nie von ihm gehört, aber ich schaue nach. Ich sehe Sie dann. Danke. Wiederhören. Im Hintergrund hat man ja schon gesehen, der hat auch ein Gemälde gehabt von ihm. Dann wollen wir doch mal dahin. Das ist schön, wenn das so einen Fluss hat und es geht immer weiter. Schon fast cinematic, filmartig. Da ein neues Ziel. Sehr gut. Mhm, schön. Da gehe ich bestimmt zurück, das machen wir nicht.
sie dann da rein, hier durch? Eine Gedächtniskapelle. Eine Gedächtniskapelle. Eine Gedächtnis... Okay, mehr sagt sie dazu nicht. Dort war es, wo er starb. Sie müssen Grace sein. Dahlmeier, angenehm. Hallo. Joseph. Wollte Sie nicht erschrecken. Ich wollte, dass Sie das sehen. Ich spüre ihn hier am stärksten. Mehr als in den Schlössern. Also, was möchten Sie wissen? Alles. Puh, eine Menge. Professor Barkley sagt, Ihr Hobby sei Ludwig. Ja. Er war der letzte wirkliche König, den es in Bayern gab. Das reicht, um mich als Autor und geschichtsnah völlig zu fesseln. Da steckt doch mehr dahinter. Er war Romantiker, wissen Sie? Ein Träumer. Und er blieb unverstanden, verleumdet. Da können Sie wohl mitfühlen. Ich? Ich hab's einfach. Zumindest lebe ich im 20. Jahrhundert und nicht alle Augen des Landes sind auf mich gerichtet. Aber ja, ich kann mitfühlen. Wissen Sie von Ludwigs Tagebuch? Natürlich. Wie kann ich daran kommen? Tut mir leid. Das habe ich selbst schon 5 Jahre lang versucht. Sie halten es in den königlichen Archiven verschlossen und geben es nicht raus. Sie glauben wohl, dass es etwas birgt, das am Image kratzen könnte. Sie erlauben keinem Zugang? Niemals? Außer der Regierung hat es nur eine einzige Person je zu Gesicht bekommen. Ein Biograf, Sir Richmond Chaphill. Er hatte Freunde unter dem Adel und sie verschafften ihm den Zugang. Haben Sie versucht, mit Chaphill zu reden, ihn auszufragen? Nein. Also daran habe ich eigentlich nie gedacht. Gott. Wenn Sie es probieren und etwas herausfinden, sagen Sie es mir. Abgemacht. Also werden wir wahrscheinlich versuchen, ihn zu kontaktieren, wenn er noch lebt. Erzählen Sie mir von Ludwig. Ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Da gibt's so vieles. Seine politisch bedeutsamste Tat war, als Ludwig II. Den unabhängigen bayerischen Staat 1870 an Preußen auslieferte. Oh. Bayern wurde Teil des vereinten Deutschlands und Ludwig Marionettenprinz unter dem preußischen Kaiser. Wieso hat er das getan? Bayern war in einen 100-jährigen Krieg verwickelt und das Volk hatte wirklich genug. Es sprach einiges für Preußens Drängen, die deutschen Staaten zu vereinen. Doch Ludwig muss noch andere Alternativen gehabt haben. Zumindest hätte er bessere Konditionen aushandeln sollen. Was war dann der wirkliche Grund? Er wurde manipuliert von Bismarck. Jedenfalls ist das mein Eindruck. Oder von jemand ganz anderem. Was ist mit Ludwigs Privatsphäre? Sie werden 2 Meinungen über Ludwig finden. Den Eindruck der Touristen, das romantische Klischee, Ludwig der gequälte Einzelgänger. Und dann natürlich die Meinung der Historiker. Ludwig wurde wegen seiner sexuellen Neigungen von Schuld geplagt und ist vor Selbstverachtung wahnsinnig geworden. Ich glaube, dass Sie weder die eine noch die andere Sicht teilen. Nun, alles etwas simpel, nicht? Es steht außer Frage, dass er ein gläubiger Katholik war. Und ich bin sicher, dass er enormem Druck ausgesetzt war, normal zu sein. Aber er war nicht prüde. Er liebte Byron. Ja, Philosophie, den französischen Hof. Er war einfach nur zu egoman. Es war ihm völlig egal, was die anderen dachten. Und außerdem versuchte er gar nicht, seine Beziehungen zu verheimlichen. Sollte er unter etwas in seinem romantischen Leben gelitten haben, dann unter Enttäuschung. Niemand erwiderte seine reine Liebe. Wenn ihn jedoch keine sexuellen Schuldgefühle plagten, was war's dann? Weiß nicht. Seine Tagebücher sind voll von Schuldgefühlen, aber sicher nicht deswegen. Wenn ich die Antwort wüsste, würde ich mein eigenes Buch schreiben, die Sache klarstellen, sozusagen. Also ich kann immer wieder nur sagen, die Story ist super gemacht, die Dialoge sind ganz toll. Das hört auf jeden Fall zu den besten Adventures, die es gibt.
Haben Sie etwas über Ludwigs mitternächtliche Schlittenfahrten gelesen? Ah, wäre das nicht schön gewesen, draußen in der Nacht und ihn plötzlich mit seiner Gefolgschaft vorbeirauschen zu sehen? Es heißt, die Nacht hätte Ludwig angeregt, inspiriert und es hätte ihn beruhigt, draußen zu sein und das Rauschen des Schlittens zu spüren. Manchmal reichte selbst der Schlitten nicht aus. Er ließ in entlegenen Wäldern halten und wies die Diener an, sich nicht vom Fleck zu rühren und wanderte stundenlang alleine. Er machte seine Diener wahnsinnig. Erzählen Sie mir von Bismarck. Bismarck. Er war der Kanzler des preußischen Kaisers. Kein sympathischer Mensch. Bismarck stand im Ruf, die Schwächen anderer Leute zu finden und sie zu manipulieren. Es ist erwiesen, dass er Spione unter Ludwigs Untergebenen hatte. Vielleicht sogar unter den Gefolgsleuten Ludwigs II. Und er war an der Verschwörung beteiligt, den König für verrückt erklären zu lassen. Haben Sie was über den schwarzen Wolf herausgefunden? Ja, habe ich. Ich habe schon früher davon gelesen, aber es war mir nicht bewusst, dass er es war. Sein Name war Paul Godin. Ich fand eine Anmerkung, dass er der schwarze Wolf genannt wurde. Ich habe noch nie von ihm gehört. Wer war er? Godin lebte am Rande des preußischen Hofes. Er war gut aussehend, charmant, gefährlich, so heißt es. Es gab Gerüchte, er sei ein ausländischer Prinz, ein preußischer Spion oder sogar ein Attentäter. Ich habe einige Dinge herausgefunden. Es heißt, er sei Mitte des 19. Jahrhunderts aus dem Ausland gekommen, behauptete aber, von deutschem Adel zu sein. Und wissen Sie, wo er herkam? Nein. Und er war rücksichtslos ehrgeizig. Wahrscheinlich fand er heraus, wer die Macht in Händen hielt, Bismarck, und bot seine Dienste an. Bismarck wusste Talent zu erkennen, jedenfalls von dieser Sorte. Was wissen Sie noch über Godin? Er muss was Besonderes vollbracht haben. Bismarck war kein großzügiger Mensch. Er köderte Leute mit Versprechungen, die er nur selten einlöste. Anders war es bei Godin. Er gab ihm 1870 einen Titel und Ländereien. Und das war die letzte Notiz, die ich gefunden habe. Aber wie konnte er einfach verschwinden? Das ist nicht so ungewöhnlich. Wenn man damals einen Titel erhielt, pflegte man den Namen zu ändern und an einen Ort zu ziehen, wo niemand einen kannte. Man konnte straffrei handeln oder ein großer Schuft sein und trotzdem damit durchkommen. Weiß man vielleicht, wie Godin hieß, nachdem er seinen Titel erhielt? Ist das so wichtig? Könnte sein. Nun, man könnte sich eine Kopie der Ernennungsurkunde besorgen. Vorausgesetzt, sie ging nicht verloren oder wurde in einem der Kriege zerstört. Godins neuer Name würde draufstehen. Allerdings bräuchte man eine Erlaubnis der Regierung, um Zugang zu bekommen. Und das könnte sehr schwierig werden. Eine Menge Bürokratie. Ach, toll. Tja, was hast du erwartet? Was wissen Sie von Ludwigs Jagdunfall? Vor einigen Jahren begegnete ich einem großartigen alten Mann, ein richtiger Hinterwäldler. Und sein Großvater war Richard Horning, Ludwigs eigener Reitbursche. Oh, er erzählte ein paar Geschichten über Ludwig. Manchmal habe ich Glück. Er erzählte, dass Ludwig nach dem Unfall schwer erkrankte. Er hatte Fieber und benahm sich verrückt. Sie fürchteten, der Wolf hätte eine Seuche gehabt oder der Biss hätte eine Blutvergiftung hervorgerufen. Ein Wolf hat ihn gebissen? Ja, das ist nicht ungewöhnlich. Es gab damals viele Wölfe in den Alpen. Die Diener waren ernstlich in Sorge, aber Ludwig erholte sich. Zumindest physisch. Hornings Großvater meinte, das Fieber hätte Ludwigs Geist gebrochen und er wäre danach schlimmer als je zuvor gewesen. Was meinen Sie damit, Ludwig sei nach dem Unfall schlimmer gewesen? Ludwig war immer ein verschlossener Mensch gewesen. Doch nach dem Unfall wurde er düsterer, verrückter. Zum Schluss zwang er seine Diener, das Zimmer nur in gebückter Haltung zu betreten, damit sie sein Gesicht nicht sehen. Hornings Großvater erzählte, sein Jähzorn sei schlimm gewesen. Beim geringsten Versehen brauste er auf. Sie müssen ihn gefürchtet haben. Ja, in der Tat. Hornings Großvater hatte Mitleid mit Ludwig. Und Ludwig hasste seine eigene Gewalttätigkeit. Er gab den Dienern stets Geschenke als Entschuldigung. Nun, das ist im Augenblick alles. Da danke war eine für Menge Ihre Hilfe. Input. Es war ein Vergnügen. Rufen Sie mich an, wenn Sie Lust auf ein Gespräch haben. Ich treffe Sie dann hier. Mach ich, danke. Servus. Tschüss. Also können wir jederzeit anrufen, nochmal was nachhaken. Das ist doch schon mal gut, so einen Experten über Ludwig zu haben. Und da ist er ertrunken, wie auch immer es passiert ist.
König von Bayern. Dort drüben fanden sie Ludwigs Leiche. Dort drüben fanden... Keine Vision. Ich frage mich, was es wohl für ein Gefühl ist dort unten. Ich frage mich... Dann geh doch hin. Ich frage mich, was... Du magst nicht, okay. Sonst gibt's hier aber nichts. Okay, so viel dazu. Wir müssen jetzt diese andere Person ausfindig machen, falls sie noch lebt, die Romane schreibt. Wir haben jede Menge Auswahlmöglichkeit. Ich glaube, wir gehen mal darüber nochmal. Quatschen nochmal mit ihm. Und dann nach Rittersberg. Ich habe im Augenblick nichts mehr für Georg. Cosima. Okay. Also das aus, das geht wohl noch nicht. Ich glaube, im Rittersberg nochmal alle abklappern. Auch ins Dorf. Ich möchte sie nicht... Keiner hier. Die sehen besser aus. Hat sich auch nichts getan. Ich frage mich, was für Blumen das sind. Rathaus bestimmt immer noch zu. So ist es. Haben wir hier eine neue Vision? Das ist die Nein. Haben wir nicht. Halt. Vielleicht reicht es auch an Informationen schon um Gabriel. Ich habe Herrn Huber im Moment nichts zu sagen. Verstehe. Das ist immer gut, wenn das kommt. Da wissen wir, dass wir da nichts mehr zu tun haben. Bin ich vollkommen mit einverstanden. Auf ins Schloss. Da sollte ich nicht wegklicken, falls eine Information kommt, wie ein Anruf. Hallo Gerde, bin wieder da. Gut. Ah, ist aber nicht der Fall. Okay, klicken wir das weg. Gerde? Ja? Sondererlaubnis. Gerde, haben Sie eine Ahnung, wo ich eine Forschungserlaubnis herbekommen kann? Ich habe keine Zeit für Bürokratie. Fragen Sie doch Herrn Übergrau. Er könnte sowas recht schnell organisieren. Meinen Sie? Ich bräuchte die Nummer. Ich wollte Gabriel heute sowieso schreiben. Oder so. Einen Brief schreiben. Das geht ja auch so schön flott. Ruft die da nicht einfach an? Nun gut. Wir können schreiben. Ich sollte Gabriel einen Brief schreiben und eine Notiz für Übergrau wegen der Forschungserlaubnis beilegen. Sehr gut. Die bringen wir doch dann direkt mal dahin. Also zur Post. Ja, ja, kennen wir alle schon. Müssen wir nicht nochmal anhören. Kann ich diesen Brief abschicken? Ja,
3 Mark, bitte. 3 Mark, alles klar. Geht's mal nur nach München? Recht teuer, finde ich das. Das ist ja direkt in die Ecke. So ein dünnes Briefchen. Dankeschön. Bitteschön. Brauchen Sie sonst noch was? 60 Pfennig gewesen oder was? Nö, sonst brauche ich nichts. Hab Dank. Also, wir brauchen die Erlaubnis. Mal gucken, ob wir jetzt mit ihr nochmal was quatschen. Ich habe ihr im Moment nichts... Okay, hast nichts zu sagen. Wir versuchen, eine Erlaubnis zu kriegen. Was machen wir so lange? Zeigt immer noch überall hin. Können wir uns das nochmal anschauen? Zeit ist sowieso ein Break. Bis demnächst, euer Jojen.